Ich ja, da bin ich live. Ich warte noch kurz einen kleinen Moment, bis das durchkommt. So, ja, geht gleich los. Ah, es sind ein paar Leute da. Das ist schön. Ja, ich habe mich hier jetzt heute einfach nochmal auf die Boot begeben, weil ich hier Strom und Internet habe und ja, einfach das Gleiche nochmal machen, was ich gestern gemacht habe. Gucken, wie das dann heute aussieht. Moin, moin, Thomas. Dankeschön. Ja, und gestern war ja im Prinzip so aus, ich wollte ja einfach dieses große Murmeln mal einfach erleben. Und habe mir gedacht, ja, wenn du das nicht machst, Alter, dann wirst du das nicht erleben. Also habe ich ja gestern einfach mal angefangen und ja, habe sehr schönes Feedback bekommen und ja, ich mache jetzt einfach mal weiter, ne? Also es haben viele Leute jetzt gesagt, so, ja, geile Idee, wollen wir mitmachen und ich guck mal, ne? Wer, das sieht man ja dann. Ihr braucht mir nicht zu sagen, macht, dass ihr mitmacht, sondern macht es mit, dann sehe ich das. Und ja, wie gesagt, das große Murmeln ist im Prinzip einfach nur, so heißt es in der Vorlage, an die ich mich halte, halt eben aus 2020, aber halt eben mit dem Hashtag Friedensgespräche, hat sich das jetzt halt irgendwie als das aktuelle, die aktuelle Möglichkeit, einfach was Sinnvolles und Schönes zu machen, nämlich halt eben Friedensgespräche explizit vor den Webcams zu führen, einfach online zu gehen, live zu gehen und anzufangen über den Frieden und Lösungen und umsetzbare Lösungen und Alternativen zu sprechen, diese ganzen Dinge vorzustellen, die den meisten Leuten halt noch nicht wirklich geläufig sein können, die, sagen wir mal, einfach ungünstig viel Zeit vor den Mainstream-Medien verbracht haben, die halt eben von diesen Sachen nach Möglichkeit nicht viel bringen. Hallo an alle, ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, Aline, dass du auch wieder da bist. Das freut mich sehr. Und alle anderen auch. Und ja, ne, das, warum sehe ich dann Sinn drin? Weil ich halt eben weiß, dass in den Köpfen der Leute, das, also in unser aller Köpfe, das real wird, womit wir uns beschäftigen. Und weil da, ne, auch wenn wir da uns das anzweifeln, dann passieren Dinge trotzdem, die dann auch passieren, wenn wir sie gar nicht wahrhaben wollen, aber sie passieren dann eben trotzdem. Ja, das ist aber auch jetzt mittlerweile sehr vielen Leuten aufgefallen, die das angefangen haben, sinnvoll zu nutzen. Und dann ist das hier quasi im Prinzip unsere Version einer Yogi-Technik, die Yogis schon seit Jahrtausenden anwenden, um tatsächlich global irgendwelche Dinge manifestieren zu können, die die Mainstream-Medien vor bei weitem nicht so langer Zeit aufgegriffen haben. Es sind wieder mehr Fliegen hier, habt ihr mitbekommen? Ich bin wieder öfter hier, es sind wieder mehr Fliegen da. Die mögen mich, die lieben mich einfach. Ich hab's einfach am Sack. Aber man muss die so weg. Könnt ihr mich ein bisschen einfach arbeiten lassen? Das wäre voll toll. Dann kümmere ich mich nachher auch noch ein bisschen um euch. Okay? Gut. Ja, die wollen halt auch Aufmerksamkeit. Das mag keiner glauben, aber das sind auch Wesen, das sind Lebewesen. Und die registrieren mitunter schon sehr wohl auch, dass wir auch welche sind. Und die sagen, hallo. Die fressen nicht einfach nur Scheiße und warten drauf, weggeklatscht zu werden.
kann man auch ganz anders wahrnehmen. Das ist auch Frieden, der möglich wird, wenn man sich im Inneren eine Weile mit Frieden beschäftigt hat. Weil irgendwann, ja, ne, reden wir da nicht weiter drüber. Diese Yogi-Technik, darauf wollte ich hinaus. Was ist das, was die da machen? Und was, wovon ich behauptet oder nicht behauptet, das kann man sich angucken, wie das halt eben die Medien machen. Die Yogis treffen sich, wenn sie was manifestieren wollen, zu Tausenden teilweise. 5.000, 10.000 Yogis, die dann da in ihren Ashrams sitzen und sich mit einem ganz bestimmten Thema meditativ beschäftigen. Dabei ist völlig egal, wie die das finden, was für eine Meinung die dazu haben. Solange die darauf konzentriert sind, wissen die, dass sie es in die Materie bringen. Wenn sie dann auch noch anfangen, darüber zu reden und allen zu sagen, ja, wir haben das reingesetzt, das wird jetzt bald sichtbar, dann werden die Leute das auch glauben. Und das, ne, das Fernsehen braucht das heute gar nicht mehr. Das sagt das in sich. Du siehst das, also ist das so. Das haben ganz andere schon gemacht. Letztendlich sind es aber die Medien, die diese Technologie nutzen und dann halt eben nicht Fünftausende oder Zehntausende, sondern Millionen von Menschen teilweise zeitgleich mit ein und demselben Thema beschäftigen, das dann in ihren Köpfen real wird, dadurch, dass sie es glauben. Und auf diese Weise hat man zum Beispiel am 11. September 2001 an einem einzigen Tag den Krieg gegen den Terror installieren können. So, und genauso können wir das auch machen. Wir können den Frieden genauso in den Fokus rücken, wie damals die Medien, diese Twin Towers, die runtergefallen sind, runtergefallen, also umgekippt, ne, in sich zusammengestürzt sind. Durch diese Bilder halt eben diese Realität in unseren Köpfen wahr werden lassen, die danach zum Glück sehr, sehr viele Leute angezweifelt haben und mitbekommen, dass die Realität, wie wir sie vorgespielt bekommen und für das also definitiv schon mal einfach nicht das ist, wofür wir sie halten und auch oftmals einfach nichts mit irgendeiner Wahrheit zu tun hat. Außer natürlich in den Köpfen derer, die das für wahr halten. So, und genau das ist der Punkt. Man kann genau das, kann man mit dem Frieden machen. Man muss einfach in das Rahmenprogramm dieses einfach den Frieden reinsetzen, weil wenn wir ihn und nicht nur als Utopie. Ich habe keine Lust, Friedensgespräche zu führen über eine Utopie namens Frieden, sondern mir geht es vielmehr darum, also mir persönlich, dass ich diese Möglichkeit, die mir hier gegeben ist, einfach nutze, um mich über umsetzbare Möglichkeiten und Alternativen und Lösungen zu unterhalten, von denen ich weiß, dass die längst existieren und genügend Leute hier wirklich auch Erfahrung, praktische Erfahrung durch Feldversuche und Ausprobieren und durch Trial and Error zu irgendwelchen Kenntnissen und Erkenntnissen kommen, die ihnen dann weitergeholfen haben. Und die gerne bereit sind, diese Erfahrung, die sie auch dann gewonnen haben und aus wirklich eigener praktischer Erfahrung sagen können, mach das so und so und so. Und die geben gerne ihr Wissen weiter und dann hast du das und das und das. Und wir alle haben die Macht dazu. Da ist im Moment so ein kleines 15-jähriges Mädchen namens Greta, das durchs Internet geistert, wo ich wieder sehe, da sind die einen damit beschäftigt, sich darüber aufzuregen, dass Klimawandel nur ein Schwindel ist. Und die anderen hören dem Mädchen zu und bekommen mit, was die zwischen den Zeilen eigentlich sagt. Es mag sein, dass Greta, was den Klimawandel angeht, vielleicht auf einem völligen Holzweg ist. Aber die Ansagen, die die sonst noch so macht, und da kann ich mal kurz hier nochmal, rufe mir gerade meine Wall nochmal auf, da habe ich es nämlich eben extra gepostet, da waren die für mich wirklich
Hier, die Sonja Mareike Kraus hat ein Bild geteilt. Ich weiß nicht, ob sie es selber zu sagen. Ah, nee, das ist hier Instagram, MUP heute, Mensch und Politik heute. Was die Greta da sagt zwischen den Zeilen, aber eigentlich wörtlich, es sind ja hier jetzt Kommentare, das ist gar nicht zwischen den Zeilen. Das ist alles, was die Leute offensichtlich völlig übersehen, die sich gerade darüber aufregen, dass dieses kleine Mädchen irgendwie manipuliert ist und einem Schwindel glaubt und sonst was. Ey, die macht da Ansagen wie, ihr seid nicht mal erwachsen genug, die Wahrheit zu sagen. Sogar diese Bürde überlasst ihr uns Kindern. Euch gehen die Entschuldigungen aus und uns geht die Zeit aus. Unsere Umwelt wird geopfert, damit reiche Menschen in Ländern wie meinem in Luxus leben können. Das kommt aus dem Kind, aus dem Kopf eines 15-jährigen Kindes. Ja, also wenn man schon so herablassend mit dieser Greta spricht, dann hat man nicht verstanden, was sie von sich gibt. Und sie sagt außerdem, wir sind hierher gekommen, um euch wissen zu lassen, dass Veränderungen kommen wird, ob euch das gefällt oder nicht. Aber die echte Macht liegt bei den Menschen. Dieses 15-jährige Mädchen hat was begriffen, was all die, die gerade sich wieder das Maul drüber zerreißen, einfach nicht begriffen haben. Nämlich, dass wir die Macht haben. Dass es in unserer Macht liegt, was passiert. Dass wir, dass von unserem Verhalten, von unserem Tun und dem, was unsere Hände tun und was unser Mund spricht, abhängig ist, was passiert. Nicht von irgendwelchen anderen. Das ist immer nur für die, die sich die anderen Gehorsam leisten, die es dann auch nötig haben, die Schuld auch ständig auch auf andere zu wälzen und die Verantwortung bei denen zu suchen. Aber das hilft niemandem. Das hilft überhaupt gar niemandem und vor allen Dingen überhaupt mal gar nicht dabei, inneren Frieden zu finden. Ich kann keinen inneren Frieden finden, indem ich Gehorsam leiste. Deswegen funktioniert das auch sehr häufig nicht, wenn man Gurus aufsucht, auf der Suche nach innerem Frieden und dann befolgt, was die sagen. Dann, das funktioniert schon wieder auch nicht, weil damit setzt man sich ja selber unter Stress, was kontraproduktiv beim Frieden finden ist, weil man denkt, ach, das muss ich jetzt irgendwie schaffen. Nein, wir müssen gar nichts, dann ist Frieden. Wenn wir mal einfach machen können, was wir wollen, dann ist Frieden. Und dieser Zustand von Frieden, der ist eigentlich überhaupt gar nicht so wahnsinnig gar nicht schwer zu erreichen. Den erreichen wir ständig zwischendurch, nämlich in dem Moment, wo wir nicht in einem Kampf verstrickt sind, wo wir nicht irgendein Ziel verfolgen, wo wir nicht irgendetwas gewinnen müssen, wo wir nicht irgendetwas tun müssen, sondern tun dürfen, um herauszufinden, was passiert oder weil es einfach geil ist oder weil es Spaß macht. Ja, versteht ihr, was ich meine? Und den Leuten fehlt die Möglichkeit dazu ausschließlich deswegen, weil sie da nicht wirklich Gelegenheit haben, mal mit Menschen drüber zu reden, weil wer redet schon drüber? Und das Fernsehen tut es erst recht nicht. Das Fernsehen ist nicht dazu da, um uns die Impulse zu geben, die wir brauchen, um inneren Frieden zu finden. Das Fernsehen ist dazu da, um exakt das Gegenteil zu tun, zumindest bis jetzt. Das Fernsehen. Ihr wisst, was ich meine. Der Mainstream halt. Ne, und da muss man auch, da darf man nicht einfach nur, man darf nicht den Fehler machen, Lügenpresse zu schimpfen und dann auf alles, was die sagen, die lügen bei weitem nicht immer. Und die sagen auch oft genug die Wahrheit. Nur wenn man die dann auch nicht, wenn man die Wahrheit dann nicht wahrhaben will, dann lügen die dann natürlich trotzdem noch. Dann bekommt man aber teilweise überhaupt gar nicht mit, wie die Menschen, die in den Medienhäusern arbeiten, in diesen Tagen, jetzt, heute, in dieser Zeit, sehr wohl mitunter auch sehr krampfhaft versuchen, etwas durch diese Mauer zu bringen, durch die diese Dinge normalerweise nicht durch dürfen. Nennen wir sie die Medienzensur. Sprich Lösungsansätze, lösungsorientiertes Programm. Programm, das die Menschen aufbaut und eint und sie wieder zu ihren Nachbarn zuwenden lässt und sich selbst und nicht zu irgendwelchen Prominenten hochsehen lässt und dann das Gefühl vermittelt bekommt, ach, wäre ich doch nur so toll wie. Wer kommt da auf den Gedanken, wenn er vorm Fernsehen sitzt, dass er selber ein Held ist?
Keiner. Weil das Fernsehprogramm eben explizit dazu nicht ausgelegt ist. Und wenn man sich dann halt eben die Möglichkeiten anguckt, die uns halt unsere asozialen Netzwerke bieten, dann ist es tatsächlich so, dass wir nicht wirklich Grund haben, auf die Medien zu schimpfen, wenn wir uns überhaupt gar nicht besser verhalten als die. Wenn wir auch die ganze Zeit nur auf den Missständen rumreiten und die ganze Zeit immer nur mit unseren Fingerchen auf die Bösen zeigen und die sind schuld und dann sind wir überhaupt gar nicht mit unserem Ding beschäftigt, dass wir tun könnten, unser Potenzial nutzen und Geschichten erzählen, die wir erzählen könnten, wenn wir sie dann erlebt hätten und nicht irgendwann mal nur sagen, ja, fast hätte ich mal. Danke, Julia Engelmann, für diesen. Oh, der ist mir so, so nahe gegangen. Ich habe danach, nachdem ich das von der Julia gehört habe, so viele Dinge ge getan mit dem Gedanken, ich will erzählen können, dass ich das getan habe und nicht im Konjunktiv. Ich lebe nicht mehr im Konjunktiv. Ich nutze meine Möglichkeiten. Ne, ich habe auch jetzt gedacht, so, ich müsste, um das hier machen zu können, was weiß ich was haben. Und gestern habe ich halt rausgefunden, ich brauche überhaupt nichts anderes als das, was ich habe, um die Kamera anzumachen und anzufangen, meinen Mund aufzumachen und diese Gedanken durchzukauen. Immer, immer mehr. Und entweder allein, und dann spiele ich gerne auch einfach demnächst wieder Subnautica weiter. Aber wenn nicht allein, dann mit euch. Und dann interessiert mich wahnsinnig, was durch eure Köpfe geht. Und dann schaue ich wesentlich lieber eure Streams an, als dass ich dem Gronkh beim Zocken zugucke. Und ich liebe es, dem Gronkh beim Zocken zuzugucken oder dem Spiel-BLP. Grüße an die, wenn sie es irgendwann mal sehen sollten. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ihr mich inspiriert habt. Ich grüße euch auch alle. Sorry, wenn ich hier gerade nicht auf jeden eingehen kann. Es ist auch nicht so wichtig, aber ich möchte es eigentlich sehr gerne. Im Moment habe ich ja so noch was zu sagen, aber mich würden halt auch wirklich, ich weiß, meine Gedanken kenne ich. Es tut immer wieder gut, sie mal durch den Kopf gehen zu lassen und sie mal offen auszusprechen und sie auch zu hören. Aber es sind einfach nur meine Gedanken. Das wird mir auf Dauer sehr langweilig. Das ist zum Beispiel einfach mit ein Grund, warum ich irgendwann bei Okitalk wieder aufgehört habe. Ich bin da hingegangen und habe angefangen, Bauchhoff-Sendungen zu machen, weil ich andere dazu inspirieren wollte, auch ihre eigenen Sendungen zu machen. Und als ich dann gemerkt habe, oh, sitzt wieder alles nur da vorne, hört dem Bauchi zu, hat der Bauchi lieber wieder die Fresse gehalten. Ich will kein Führer sein. Und ich lasse mich in diese Rolle auch nicht reindrängen. Ich führe mein Leben, das reicht mir. Mir wäre das wahnsinnig viel lieber, wenn alle anderen auch ihr Leben führen würden, als einen Führer im Außen zu suchen und mich bitte ganz, bitte gar nicht. Ich nehme jeden ein Stück mit, der ein Stück mit mir gehen möchte und schließe mich gern auch zwischendurch anderen an, aber ich möchte frei entscheiden können, wann ich einfach mal meinen eigenen Weg auch allein wieder gehe. Weil das wichtig ist, weil das zu meinem Wachstumsprozess nun mal einfach dazugehört. Ich habe festgestellt, dass diese Zeiten mit mir alleine wahnsinnig produktiv waren. Weil ich in der Zeit mal zu mir kommen konnte und die ganzen Eindrücke, die ich im Außen gesammelt habe, mal sortieren und in Verbindung zueinander bringen konnte. Und naja, ich weiß, was ich davon habe und warum ich gerne bereit bin, meine Zeit gerade wirklich dafür einzusetzen. Genau das hier zu machen. Und ich möchte gerade einfach mal denen danken, die mir gestern ge Geld überwiesen haben. Ihr seid einfach so geil. Danke für die Aussage. Danke, dass ihr gerade mich für meine Arbeit, die ich gestern für euch im Livestream gemacht habe, dass ihr das so seht, dass ihr das als Arbeit anerkennt, dass ihr das als was Wichtiges anerkennt und mich dafür bezahlt. Dankeschön. Das ist für mich Wahnsinn. Danke. Das ist mein Traumjob. Und wenn ich den jetzt gerade auch noch, wenn auch nicht wahnsinnig, aber ich habe die Geste so wahnsinnig wertvoll empfunden. Keiner war da, der mir jetzt wahnsinnig viel Geld überwiesen hätte. Aber das brauche ich auch gar nicht. Ich brauche überhaupt gar nicht wahnsinnig viel Geld.
Ich muss mir darauf gerade erstmal einen rauchen, sorry. Und zwar meine letzten Reste, die ich mir. Ich habe nämlich wirklich. Aber ich habe noch einen Rest Tabak. Und, warte mal. Ihr wisst, wie das eventuell, ihr wisst vielleicht, wie das ist, wenn man seinen Grinder auskratzt. Und dann aber noch so viel da drin findet. Guck mal hier. Das mache ich gerade aus einem ganz bestimmten Grund auch unter Protest und als Protest. Aber nicht, aber, naja, wisst, was ich meine. Es ist, ich habe keine Lust, mir das Kiffen verbieten zu lassen von irgendwelchen Vollhonks, die gerne hätten, dass ich schön gestresst durchs Leben laufe, wenn das Zeug mir dabei hilft, genau das eben nicht zu tun, sondern hübsch besonnen, brav, einfach mein Ding zu machen und das in Ruhe und dabei auch rauszufinden, dass ich dabei wesentlich nützlicher sein kann. Und weil ich immer noch überhaupt gar nicht unbedingt, wenn ich sage legalisiert Hanf, das Kiffen meine, sondern das Milliarden-Dollar-Kraut, das gerade eine richtige Existenzbedrohung für etliche Industriezweige ist. Nicht nur für die Pharma, vor allen Dingen für die Ölindustrie, für die Bauindustrie, für die Holzindustrie, für die Papierindustrie. Na, die Papierindustrie hätte kein Problem, weil die können nämlich Papier auch aus Hanf machen. Aber die ganzen Ottos, die davon leben, Bäume abzuholzen, die haben ein Problem damit. Also noch nicht mal die, die das Holz abholzen, sondern die, die dafür bezahlen, dass die das machen. Aber wenn wir, aber sorry, das sind nur ein paar Leute, unter denen Millionen, wenn nicht Milliarden leiden, da kann ich nicht großartig dann Rücksicht auf die nehmen, auch wenn die das allen Ernstes von uns verlangen. Das ist, Menschen sind komische Leute, ne? Ist so. Die Menschen sind komische Leute. Und trotzdem weiß ich, warum ich gerade aus voller Inbrunst gerne auf Danke, Bong, auf diesem Server bin. Auf diesem Server Erde. Ich weigere mich auch inzwischen irgendwie überhaupt noch die Sichtweise zu vertreten, dass wir hier auf einem Planeten sind. Das ist sowas von irreführend. Wir sind hier gar nicht auf einem Planeten. Das glauben wir nur, weil man uns das, was wir sehen, so erklärt hat. Und dann kommen so Sachen wie, dass es sich Beweise dafür findet, dass die Erde flach ist oder rund oder hohl oder massiv. Für alles findet sich Beweise. Ja, weil wir hier gar nicht auf einem Planeten sind, sondern auf einem Server, der uns einen Planeten vorgaukelt, der immer genau so aussieht, wie wir den gerade sehen. Der kann gar nicht anders aussehen. Auf jedem einzelnen Monitor kann der sich immer nur genau so präsentieren, wie er wahrgenommen wird, weil die Erde ist einfach. Die ist alles. Alles, was wir da rein interpretieren. Und für jede Sichtweise finden wir offensichtlich Beweise. Aber genau diese B-Weise, ne, in der Musik wissen wir das, B zieht alles ins Moll, einen Halbton tiefer. B-Weise helfen uns nicht, das große Ganze zu sehen. B-Weise sind auch alle Meme. Die treffen auch immer nur in der entsprechenden Sichtweise zu. Und für was für den einen ein Beweis ist, muss für den anderen noch überhaupt gar nicht ein Beweis sein, sondern es kann auch ein absolutes, hier, wie nennt man das noch, wenn man, wie nennt man das, wenn man das Gegenteil, das ist das Gegenteil von einem Beweis. Hier, schreibt es mir in die Kommentare, wenn es wisst. Bin ich jetzt bescheuert? Eine Widerlegung? Also,
Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es das Wort, nachdem ich gerade suche, überhaupt gar nicht und es fällt mir deswegen nicht ein. Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch alles wieder total wirres Gerede für euch. Mit Recht. So. Lange Blättchen habe ich auch nicht mehr. Basteln wir mit kurzen. So, und ich male jetzt absichtlich kein Peace-Zeichen da drauf, weil das ja auch schon wieder die Gemüter spaltet. Also, das ist aber falsch rum. Ja, du hast es nur falsch rum gesehen gerade, was die Tüte so. Feuer ist mir gestern auch ausgegangen. Im Moment sind so Sachen, mir geht gerade alles aus. Alles. Mir geht gerade alles aus. Die Tüte geht aus, aber die kann man wieder anmachen. Und das ist der Punkt. Alles, was mir gerade ausgeht, kommt trotzdem irgendwie gerade von irgendwo. Und wenn ich gerade den Mist hier aus dem Grinder rauskratze, um mit euch ein Tütchen auf den Frieden rauchen zu können, weil das ist mein Ding. Sorry. Das muss niemand mit mir teilen. Das ist einfach was, was ich gerne mache. Und in diesem Moment einfach sehr gerne mit jedem, der das möchte, von euch auch live. Weiß nicht, derjenige, der da schon mitgedacht hat, hat sich wahrscheinlich schon eins gedacht. Ansonsten schließt euch an. Und ansonsten sage ich gerade, Feuer frei. Militärische Terminologie für den Frieden. Das ist besser als mit, also die Terminologie der Militärs ist ja gar nicht so wahnsinnig schädlich, ne? Es ist feuerfrei und dann qualmt's auch noch ordentlich und knallt dann irgendwo vielleicht so. Aber es entsteht kein Schaden. Ich würde mich so wahnsinnig freuen, wenn Leute mitmachen würden. Friedensgespräche zu führen. Ich habe jetzt auch so ein paar Leute angeschrieben. Ich sage jetzt keinen Namen, weil ich jedem die Möglichkeit geben möchte, das aus freien Stücken zu entscheiden, ob er dabei ist oder nicht. Und nicht irgendwie, weil ich jetzt da, wenn ich die Namen sage, dann könntet ihr die unter Druck setzen wollen. Und das wollen wir alle nicht. Ne? Und die Leute sollen immer noch freiwillig dabei sein, vor allen Dingen, weil sie einen Sinn darin sehen und nicht, weil sie von Leuten angeschrieben werden. Wieso hast du dem Bauchi denn Nein gesagt? Wollen wir nicht. Es geht auch nicht um all denen, die dann halt eben andere anschreiben würden und sagen, wieso hast du den Bauch hineingesagt? Den kann ich die Frage stellen, wo sind deine Videos? Da sind wir schon wieder bei anderen, das ist interessiert nicht. Letztendlich darf sich hier jeder eingeladen fühlen, weil jeder, der das hier sehen kann, hat auch normalerweise ein Smartphone, mit dem er dann halt auch die Möglichkeit hat, Videos zu machen und Friedensgespräche zu führen. Sich mal selber für voll und wichtig genug nehmen, im Fernsehen zu sein. Weil das ist es, Fernsehen. Das ist nicht Mainstream, das ist Underground, das ist, was Wayne und Garth damals bei sich in der Garage gemacht haben. Mann, ich weiß noch, wie ich damals davor gesessen habe und wie geil ich das fand. Wayne's World. Wayne's World, Party Time, excellent. Weißt du? Und die haben das einfach gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wie, oder hier von Pump Up the Volume, Evil Dick, ne, Evil Dick war von Dingens, ah, wie hieß der denn noch, mit Pump Up the Volume, Christian Slater. Der da seinen Piratensender, Radiosender. Mann, was hab ich damals da gesessen und hab mir gedacht, boah, wie geil wär's, wenn ich auch sowas hätte. Und irgendwann, Herrscher von meinem Computer, Mascha, so, den, und entdecke YouTube. Und entdecke
Kite-TV und Möglichkeiten, Podcasts zu machen und was weiß ich was. Ja, kein Wunder, dass ich inzwischen, was weiß ich, über 1.500 Videos ins Internet geladen habe, weil ich mir damals gedacht habe, okay, das ist einfach die moderne Variante, aber das ist genau, was du damals dir gewünscht hast. Und dann habe ich angefangen, das zu nutzen, für genau das, was ich damals damit machen wollte. Das war genau derselbe Grund, warum ich in meinen 20ern davon geträumt habe, Rockstar zu werden, um Reichweite zu bekommen, weil ich eine Message aufgegriffen habe mit 16 Jahren, die ich in einem Film gesehen habe namens Der große Diktator und mich angesprochen gefühlt habe. Und mir die Frage gestellt habe, wie es sein kann, dass so wahnsinnig viele Leute Mikrofone vor der Nase haben und so wahnsinnig viel Reichweite haben und keiner von denen über Frieden spricht, bis auf vielleicht John Lennon und so ein paar andere. Und die werden dann erschossen. Wenn irgendjemand dem Tod von John Lennon und so vielen anderen einen Sinn verpassen möchte, dann kann er hier auf Live-Button drücken. Jetzt ist der Todestag von John Lennon schon wieder ein bisschen her, ne? War am 8. Dezember, heute haben wir schon den 21. Das heißt, wir haben Sommersonnenwende. Genau, wir haben Sommersonnenwende. Ich habe Sommersonnenwende. Ich habe. Ich glaube, auf der Südhalbkugel ist ja auch gerade Sommersonnenwende, ne? Das ist eine Hälfte von der Erde. Da wähnt sich die Hälfte der Menschheit auf der Südhalbkugel. Und bei denen ist ein ganz anderes Rahmenprogramm. Bei denen ist alles umgekehrt. Krass, ne? Und trotzdem haben alle recht. Maike, ich wünsche dir auch alles Gute. Ich mache auf jeden Fall weiter so. Überleg mal, ob du auch mal auf den Button drückst irgendwann. Ich würde dich so wahnsinnig gern auch mal wiedersehen. Ja. Oh. Oh. Da ich nicht weiß, was in der Sprachnachricht jetzt ist, und ich sage nicht, von wem es ist, spiele ich sie jetzt gerade mal einfach so vor. Und dann überlege ich mir, ob ich sage, wer es ist, weil ich habe ja noch keine Ahnung. Du eigentlich alles genau meinst, aber ich habe keine freien Spitzen, überhaupt nicht. Ich bin so am Arsch gerade, anders kann man es gar nicht mehr sagen, weil ich so viel machen muss. Ich bin gerade schon wieder schweißgebadet, weil auf dem neuen Handy noch nicht die Bank-App installiert ist und ich aber noch das Handy von der Freundin hier habe und ich jetzt diese Rücküberweisung gerne schicken würde und ich krieg's aber nicht raus. Und jetzt hat die Bank hier, wo ich immer anrufen konnte, seit neuestem das neue System, das geht über die Hauptzentrale, dadurch geht es nicht mehr einfach so mit dem Anrufen. Und dann habe ich eben, meine Mama habe ich eben gehört, dass sie hier hochmarschiert ist, obwohl sie eigentlich gar nicht richtig laufen kann. Das heißt, ich muss jetzt runter, muss gucken, ob sie das überstanden hat, die Treppe rauf und wieder runter. Und dann muss ich schauen, warum der Kleine noch nicht wieder rausgekommen ist. Und der Große marschiert hier gerade auf mich zu. Das heißt, jetzt kommt innerhalb der nächsten paar Sekunden eine Frage, dass er irgendetwas haben möchte. Und ich habe gerade eben die Leute auf dem Hof, die jetzt gerade drüben versorgen und die ich jetzt gerade einweise. Und das ist nur ein. Das ist kein generelles Nein. Das ist nur ein, ich habe gerade keine Zeit dafür. Von, glaube ich, kann ich grau. Ich glaube, dass ich darf gerade so offen sein und sagen, dass das die Susanna Wellenbrink war, die ich nämlich auch angeschrieben habe, auf die ich vor nicht allzu langer Zeit, also vor, keine Ahnung, 3, 4 Tagen aufmerksam gemacht worden bin, dass sie ein Projekt in Deutschland hat, einen Hof. Und halt, wie sie es gerade schon beschreibt, einfach gerade, es gerade einfach ein bisschen knüppeldick hat, gerade kommt wieder einfach sehr viel aufeinander und
Ja, ich wurde gefragt, ob ich da nicht helfen kann. Und ich würde sehr gerne helfen. Wir schauen mal, ob wir herausfinden, ob ich das kann. Ja, und dann hat die vielleicht auch wieder ein kleines bisschen mehr Zeit. Und letztendlich an jeden, der das hier gerade vielleicht mitbekommen hat, kann ich an dieser Stelle einfach mal sagen, ihr braucht teilweise überhaupt gar nicht viel anderes zu machen, als ihr sowieso schon tut. Ihr müsst euch jetzt nicht so wie ich explizit hier hinsetzen, um. Viele von euch tun ja eh schon nichts anderes, als möglichst viele positiven Nachrichten zu verbreiten oder positive Denkanstöße zu verbreiten, Lösungsansätze, Möglichkeiten, einendes Zeug, was uns hilft, wieder eine Familie auf diesem Planeten zu werden. Ne? Ihr braucht einfach nur zu dem, was ihr da postet, den Hashtag Friedensgespräche mit dazu zu posten. Und dann ist das schon eine Riesenhilfe, das Ding größer zu machen und eure Sachen gleich mit. Ich glaube, dass wir diese Facebook-Algorithmen knacken können, indem wir sie umgehen durch eben diese Hashtags. Da können sie dann nämlich nichts dran machen. Da ist dann alles drin. Das habe ich kontrolliert. Also ich habe mit anderen Leuten außer, probier den mal bitte aus, will sehen, ob das dann uns landet. Dann immer alles da. Wenn du den Hashtag eingibst und Return drückst, kriegst du alle Beiträge, wo dieser Hashtag drin ist. Völlig unabhängig von irgendwelchen anderen Suchmasken oder Algorithmen, ist ein und dasselbe. Alle sagen Algorithmen, kein Schwein versteht, was das eigentlich ist. Das ist eine Suchmaske. Deswegen benutze ich das Wort einfach lieber. Nur wenn ich Suchmaske sage, wissen die Leute nicht, dass ich von den Algorithmen rede. Also es ist eigentlich egal. Na, es ist auf jeden Fall halt eben so, dass ich glaube, dass wir das damit wirklich brechen können, umgehen können, dass wir trotzdem etwas, was ansonsten erfolgreich gedrückt und also nicht gepusht, sondern gedrückt wird, damit es möglichst wenige Leute mitbekommen. Wenn wir das wollen und ein bisschen Köpfchen machen und einfach solche Möglichkeiten nutzen, dass wir die umgehen können, dass wir eine Reichweite für ein Projekt bekommen können, das eigentlich so durch die Suchmaschinen oder durch die Suchmasken nicht mehr möglich ist. Also ich habe, ne, wie gesagt, guck mal, ich habe 5.000 Freunde in der Liste. Letztens hatte ich mal ein absolutes Highlight mit 200 knapp 30, 230 Likes oder 225 Likes oder so auf dem Foto vom Tito zum Geburtstag. Mein Geburtstag, weil er ja 11 geworden ist. Von 225 Likes auf irgendeinen Stream wie diesen oder irgendwas an positiven Denkanstößen, ja, da würde ich mich über 225 Likes ein Loch im Bauch freuen. Da kriege ich, wenn ich Glück habe, ein Zehntel davon. Und ich weiß, dass das nicht am allgemeinen Desinteresse liegt, sondern halt eben, dass wirklich sehr viele Leute diese Nachrichten dann einfach gar nicht bekommen. Ich habe Tests gemacht. Ich habe Sachen geschrieben, nichts drauf kam. Und dann setze ich einfach den Text auf ein Bild, also ohne Foto, und der kriegt, was weiß ich, wie viele Likes. Aber ohne Beschreibungstext, weil die Bots nun mal halt eben den Text auf dem Foto nicht verstehen und lesen konnten. Der ging durch. War nichts Bedenkliches drauf, da konnte halt das Ding, hat irgendwie keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Also seinerzeit das ausprobiert. Und dann ist das halt, ne, das sind die Mechanismen, die halt eben für Facebook oder YouTube oder sonst irgendwas arbeiten. Und ich glaube, wir können die umgehen. Und ich probiere das gerade halt einfach aus. Und wer mitmachen möchte, kann das gerne einfach mal mitprobieren und nimmt diesen Hashtag Friedensgespräche einfach mit in seine friedlichen Dinger auf, weil das gehört zu Friedensgespräch mit dazu, die entsprechenden Inspirationen einfach zu teilen. Das kann man ansonsten teilweise sogar kommentarlos, wenn die Sachen, die wir verlinken, für sich sprechen. Im Namen des Friedens. Aber das hilft uns tatsächlich,
diese Friedensgespräche auch in den Fokus und in den Kopf der Menschen wieder. Und wenn die Leute mitbekommen, das findet gerade statt. Und zwar unabhängig von Politikern oder sonst irgendwas, aber eben effektiv. Und das ist sowas wie gerade auch in Frankreich passiert. Das passiert, weil da Menschen das wollen. Die wollen diese Revolution haben. Ich will die jetzt nicht unbedingt so, wie die in Frankreich ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser, als einfach nur gar nichts zu machen und einfach nur den Scheiß weiterzumachen, den man machen soll. Wir sitzen einfach sehr viel immer noch untätig rum. Ich lege hier mal gerade auf und rufe später zurück. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ihr hier zuguckt. Ich glaube nicht, oder willst du? Ich bin gerade, warte mal, ich schreibe das gerade mal hier rein, nur für den Fall, dass die das alle nicht mitbekommen, dass ich gerade live bin. Ja. Und weil ansonsten könnt ihr mich natürlich auch gerne anrufen, wenn ihr hier mitquatschen wollt, auf jeden Fall. Ich möchte auch mal einfach gucken, wie ich das jetzt so weitermache. Also im Moment sehe ich hier diese Möglichkeit Boah, wenn wir den Gronkh und den Tobinator gerade dazu bekämen, das in ihr Forest Let's Play mit reinzunehmen. Wie erreichen wir den Gronkh? Das frage ich mich seit 2 Jahren. Ich habe das schon auf alle möglichen Arten und Weisen probiert, aber der ist irgendwie, ist der in einer Watteblase drin, wo man irgendwie nicht reinkommt. Wie erreichen wir den Gronkh? Habt ihr irgendwelche Ideen? Ich würde wahnsinnig gerne den Gronkh mal sprechen. Im Rahmen der Friedensgespräche. Das wäre mal was, da weiß ich, das hätte Effekt. Der spielt nämlich gerade wieder Forest. Was können wir noch machen? Das sind so Sachen. Ne, ich will nicht wissen, was andere machen können. Ich will wissen, was wir machen können. Und ich mache auf jeden Fall, also ich bin heute ganz ernsthaft von der Ariso nochmal gefragt worden, was ich, Männchen, hier, warte, schon kann ich vorlesen, da. Wie feiert Bauchi Weihnachten und was sind seine Vorsätze für 2019? Nochmal Anfrage von der Bildredaktion. Bauchi feiert Weihnachten quasi jeden Tag. Deswegen ist Weihnachten jetzt nicht unbedingt was Besonderes für den Bauchi. Und meine Vorsätze für 2019 sind absolut klar gesteckt. Ich mach TWBO. Da bin ich jetzt schon drin. Ich mache meine Vorsätze immer im Sinn von wirklich Vorgaben, die für mich Richtlinien sind, an die ich mich problemlos bis ans Ende des Jahres halten kann. Und dann am Ende des Jahres gucke, was ich mir da rausgeholt habe. Und ob sich das für mich lohnt, das weiterzumachen. Oder nicht. Aber im Moment muss ich sagen, hat sich in 2018 aus dem, was ich vorher gemacht habe, The World Becomes One entwickelt. Und meine Vorsätze für 2019 sind, also auf jeden Fall werde ich Ende diesen Sommers diesen 50 Meter hohen Burning Man in der Bucht von Palma brennen sehen.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich der Ariso eine Antwort schreiben kann, die die Bild tatsächlich hinterher druckt. Aber ich gebe mir mal einfach bis heute Abend Zeit, das irgendwie so in Worte zu fassen, dass das möglich ist. Und wenn nicht, ist es mir auch egal. Ne? Wobei ich mich natürlich immer freue für die Ariso, wenn die nicht, ne? Das ist nämlich ein ganz toller, ein richtig toller Mensch. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas bei der Bild-Zeitung zu finden ist. Ja, in der Belegschaft der Bild-Zeitung. So wahnsinnig tolle Menschen kennenzulernen. Deswegen habe ich auch überhaupt gar keine Lust mit auf irgendein gespaltenes Verhältnis zur Bild. Nun braucht die Bild auch nicht zu glauben, dass ich irgendetwas mache für die Bild. Also, ne, so nötig habe ich das auch nicht, dass die über mich schreiben. Vor allen Dingen, wenn dann hinterher da eh nur steht, dass ich ein Hippie-Guru bin. Und trotzdem freue ich mich halt eben über diese Dinge, so, ne? Das ist halt alles was ich, wie gesagt, wenn du einmal gelernt hast, alles was passiert für dich zu nutzen oder für dein Weiterkommen. Und das ist für mich in diesem Fall halt eben auch eben ein gemeinsames Weiterkommen, wo ich immer dann auch weiß, wenn ich weiterkomme, kommen auch andere mit weiter. Und dann arbeite ich, wenn es möglich ist und ich einen Sinn darin sehe. Natürlich auch gerne mit der Bild-Zeitung zusammen und auch mit RTL. Auch wenn ich da vor 2 Tagen nochmal richtig für ausgelacht und angepiemelt worden bin. Und keine Ahnung, weiß ich nicht, ob er wollte, dass ich mich wie ein Verräter fühle oder so. Aber ja, ne. Die einen schreiben, where we go one, we go all. Und die anderen sagen, where we are one, we are one. Ich habe keine Lust mich mehr, mich gegen irgendwen zu stellen. Und wenn du meinst, du musst dich gegen mich stellen, dann machst du das halt, aber ich drehe mich dann weg und dann muss ich nicht wundern, wenn du wegkippst. Weil ich hab doch keinen Bock drauf. So simpel ist das. So, haben wir sonst noch irgendwas Geistreiches hier? Ja, guckt, ich habe das eben zum Beispiel auch gemacht. Habe ich halt eben dieses, was ich eben vorgelesen habe, diesen Post auf meiner Wall, den ich nee, habe ich nicht. Mache ich jetzt. Ah, guck, hier, den Greta-Post, ne? Da gehe ich jetzt auf Beitrag bearbeiten und setze da oben den Hashtag. Ach, wieso habe ich das denn gar nicht gemacht? Friedens, nee, nicht Friedens, Friedensgespräche. Muss langsamer tippen hier, funktioniert auch. Fehlerfrei. Und dann mache ich auch noch ein Herzchen dahin. Speichern. So, wenn man jetzt nämlich auf diesen Hashtag Friedensgespräche klickt, dann kommt da direkt schon so einiges. Schön. Schön, schön. Schön, schön, schön. Friedensgespräche. Das ist für mich gerade einfach ein Stichwort, das es für mich gerade lohnt, in leuchtenden Lettern in meiner Wahrnehmung auch selber wahrzunehmen und die mal endlich real in unseren Köpfen werden zu lassen. Weil wenn die Friedensgespräche in unseren Köpfen real werden, dann wird der Frieden real. Vor allen Dingen in uns. Ne, und wie gesagt, nicht über die Möglichkeit reden, so ja, ist Frieden möglich oder ne, die Frage des Ob ist überhaupt, die spielt hier gar keine Rolle mehr. Wie bekommen wir das hin? Was können wir selber tun, um Frieden in die Welt zu bringen? Da kann sich jeder an die eigene Nase packen, bei sich selber anfangen. Da wird jeder heute schon 3 bis 5 Herausforderungen finden, die nicht zu hoch gesteckt sind, die man nicht heute nicht unbedingt heute schon bearbeitet bekommt.
Aber ein gutes Stück Frieden bringt man schon mal in die Welt, indem man aufhört, sich selber für alles und aus jedem Grund immer wieder selber Scheiße zu finden oder andere Scheiße zu oder irgendwas Scheiße zu finden. Oder das hilft wahnsinnig. Weil in dem Moment, wo ich nichts mehr Scheiße finde, ist ein Haufen Scheißgefühl in meinem, aus meinem System raus. Und dann werde ich automatisch friedlicher. Und dann werde ich automatisch auch als friedlicher wahrgenommen und bin auch für mein Umfeld in ihrer Wahrnehmung mehr Frieden. Und das ist was, das sich wirklich viral verbreitet. Das funktioniert, also wenn man das macht, passiert das. Ich sehe das seit 15 Jahren an immer mehr Stellen, immer wieder bewiesen. Weil ich das ja auch gar nicht anders sehen will. Ne? Ich will ja gar nicht daran zweifeln, brauchen, dass das, worauf wir hier zusteuern, eine schönere Welt ist. Ich will es gar nicht anders sehen, weil wenn ich es anders sehen, also wenn ich es zulassen würde, dass ich es auch anders sehen will, dann würde ich auch in dem Moment zulassen, dass ich mir direkt eine Kugel geben kann. Da das für mich keine Option ist, ist es für mich keine Option, an irgendetwas anderes zu glauben, als dass wir uns hier in den Frieden bewegen. Und da ich weiß, dass der in uns zu finden ist, weise ich gerade einfach darauf hin, weil ich es für sinnvoll finde, sinnvoll erachte. Danke für die ganzen Herzchen da gerade, egal von wem sie kamen. Du hast verstanden oder ihr habt verstanden. Es bringt uns einfach überhaupt gar nichts mehr, irgendwas von anderen zu erwarten. Deswegen erwarte ich auch von niemandem von euch hier, dass er mitmacht. Ich lade lediglich dazu ein und erkläre die Möglichkeiten, die ihr habt. Aber ich bin niemandem sauer dafür, braucht keine Sorge zu haben, dass ich euch doof finde, wenn ich von euch keine Video, Live-Videos demnächst sehen. Aber wenn ich sie sehe, dann seid ihr definitiv meine Helden. So viel kann ich versprechen. Das ist, ne, aber das ist, das hat meine Liebe zu euch, spielt keine Rolle. Könnt euch bei mir nicht beliebter machen oder unbeliebter, dadurch, dass ihr macht, was ihr für richtig haltet. Und wenn ihr für richtig haltet, gerade doch lieber nicht die Webcam anzumachen, dann akzeptiere ich das voll und ganz. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das Einzige, was ich halt einfach nicht mehr mache, ist, mich da auf irgendwelche Diskussionen einzulassen. Ich habe gerade keine Zeit mehr zu diskutieren. Vor allen Dingen über dieses Wenn und Aber. Ich habe keine Lust mehr und keine Zeit. Meine Tage sind gezählt hier, Leute. Ich will nicht sagen, ich wäre nicht mehr lange hier, aber meine Tage sind gezählt, so wie die von euch auch. Nur anders als früher ist mir das heute sehr bewusst. Und ich möchte bitte meine restliche Zeit, die ich hier noch habe, einfach gerne möglichst sinnvoll nutzen. Das ist der letzte Tanz, den ich tanze, während mein Tod auf der linken Seite mir über die Schulter guckt. Gruß an Castaneda und Don Juan. Ich freue mich über jeden, der mitmacht, aber ich freue mich vor allen Dingen für jeden, der glücklich ist. Wie schön. Ich kriege hier gerade Bilder aus einem Wohnmobil geschickt. Schön. Oh, das ist ja ein Video. Das ist ein Wohnwagen ist es. Ah, ich sehe es, ich sehe es. Wahnsinn. Ja, das gucke ich mir auch später an. Aber ne, da sind halt wirklich gerade auch wirklich Leute aktiv mit dabei, die mir gerade auf eine ganz andere, auf ganz anderen Kanälen gerade zeigen, wie die machen, was sie für sinnvoll halten. Liebe Grüße, Amelie, an dich. Ne, Respekt an den Schritt,
Oder die Schritte, die du dieses Jahr getan hast, ich sehe, wie sehr du deine Welt verändert hast. Und du scheinst da sehr glücklich mit zu sein. Und das finde ich toll. Und das finde ich viel, 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 viel wichtiger letztendlich noch, als ob du mir jetzt dieses Video in WhatsApp schickst oder ob du auf Livestreams und es allen zeigst. Wichtig finde ich, dass du es machst. Und das finde ich toll. Und ja, kann ich jeden nur irgendwie, naja, inspirieren, wenn ich es kann, aber einladen auf jeden Fall. Es kann nicht so falsch sein, statt auf andere ständig einfach mal auf sich selbst zu hören. Und das zu tun, wovon mir mein Inneres schon seit Jahren erzählt, dass ich das eigentlich gerne mal erleben würde. Und dann mal wirklich tatsächlich auf alles zu scheißen, was mir die Möglichkeiten nimmt, ordentlich Mittelfinger einzusetzen, wo es nötig ist und effektiv ist. Und mich dann den Dingen zu widmen, die ich wirklich erleben will. Weil diese ganzen Bedenken sind das, was uns da die ganze Zeit von abhält und uns das unmöglich macht. Und solange wir die nicht aus der Welt schaffen, brauchen wir nicht darauf zu hoffen, dass irgendjemand uns die Welt retten kann. Oder uns oder die Welt retten kann. Da sind einfach Dinge in uns selber, die wir selber aufgeben müssen. Wir müssen aufhören, uns über jeden Scheiß aufzuregen. Wir müssen aufhören, uns mit unserem materiellen Besitz oder unserem Körper zu identifizieren. Sonst werden wir keinen Frieden finden können, weil wir dann ständig angreifbar sind. Und wenn ich solche Sachen sage, dann sage ich das aus guten Gründen. Ich habe nicht gesagt, verbrennt euren Besitz. Und ich habe auch nicht gesagt, verschenkt alles, was ihr habt. Nehmt euren Besitz nur nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Es reicht. Und bildet euch vor allen Dingen über nichts, was ihr irgendwie mal gekauft habt, irgendetwas ein. Da gibt's nichts, was nicht ein Zweiter auch hätte kaufen können. Lässt du dir ein Custom Bike bauen für teuer Geld und dann fährst du auf ein Custom Bike treffen. Toll, geil. Hat zwar jeder sein eigenes individuelles Kastenbike, aber stehen 1000 Kastenbikes darum. Das ist nicht. Ihr wisst, ich suche gerade nach Worten. Ich finde keine. Das ist nicht. Helft mir, das hilft nicht, das bringt nichts, das hilft uns nicht dabei, uns in irgendeiner Form weiterzuentwickeln, stärker zu werden, bewusster zu werden. Da hilft es beim Aus der Reihe tanzen nicht einfach nur, sich konträr zu verhalten, sondern es hilft, mein eigenes Ding zu machen, was mit dem oder dagegen das überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Deswegen bin ich weder Systemkritiker noch Systembefürworter. Ich bin systemignorant. Mich interessiert das überhaupt nicht mehr. Das System interessiert mich nicht mehr. Was das System von mir will, interessiert mich nicht mehr. Natürlich tanke ich mein Auto und bezahle dann da auch meinen Sprit und auch meine 85 Cent Steuern pro Liter. Das ist aber eine Sache, damit ich fahren kann gerade. Ohne Stress. So kann ich mich auch so bewegen, dass ich auch ohne, dass ich da Schaden von nehme, mich da durchbewegen kann. Aber was das System von mir wird, mir scheißegal. Und natürlich bin ich auch zu dem Gerichtstermin gegangen, weil ich wusste, ansonsten kann ich mich ansonsten nämlich am nächsten Tag überhaupt nicht mehr frei bewegen, weil dann garantiert ein Haftbefehl auf mich aussteht.
Aber ab der Sekunde, wo ich da raus war, habe ich mich schon wieder völlig frei, nicht so bewegt, wie die das gerne von mir gehabt hätten, sondern habe es so gemacht, wie ich das gerade für richtig befunden habe. Und bin vor die Presse getreten und habe gesagt, dass ich da gerade im Gerichtssaal meinen Eid ablegen musste, dass ich dazu gezwungen worden bin vom Gericht. Was die machen, da hat nichts, das ist, was ich mache, das ist für mich relevant. Ich schaue hier mal gerade. Ah, der Thomas schreibt, super Idee mit dem Hashtag. Ich bin schon dabei, habe den schon in ein paar Posts eingefügt. Danke. Sehr geil, das freut mich wahnsinnig. Ah ja. Ja, dann haben wir nämlich außer den gelben Säcken, sage ich schon. Außer den gelben Westen haben wir nämlich tatsächlich auch noch jetzt den Hashtag Friedensgespräche als Wristband, als Erkennungszeichen füreinander. Weil, ne, derjenige, der das nutzt, der zeigt natürlich dann auch, hey, ich bin dabei. Schön, das freut mich. Ich freue, danke. Das, ja. So freue ich mich über jeden Einzelnen. Über jeden Einzelnen freue ich mich dann so. So, und das hat noch alles überhaupt nichts mit dem zu tun, was ihr selber dann davon habt. Das interessiert mich dann auch sehr. Was passiert mit euch? Was habt ihr zu erzählen, wenn ihr beobachtet, was mit euch passiert, wenn ihr dabei mitmacht? Einfach mal die Webcam anzumachen und offen und laut zu denken, wo man es eigentlich bisher nicht gewohnt war. Ich habe das als wahnsinnige Bereicherung empfunden, weil ich mich dadurch allem geöffnet habe und vor der Welt gelernt habe, zu dem zu stehen, was ich sage. Das ermöglicht mir durchaus, am nächsten Tag eine völlig andere Meinung vertreten und sehen zu können. Weil ich lerne ja, und wenn, solange ich mir Sachen ganzheitlich angucke, passiert das nun mal, dass da scheinbare Widersprüche aus meinem Mund kommen, aber eigentlich sind das alles nur Ergänzungen, weil manchmal gucke ich von da und manchmal gucke ich von da. Ne? Und auch wenn ich heute was völlig anderes sage als gestern, dann stehe ich trotzdem dazu, dass ich das gestern aber verdammt nochmal genau so gesehen habe, wie ich das da gesagt habe. Und manchmal bin ich sehr dankbar dafür, dass ich diese Sachen festgehalten habe, weil ich nach Jahren nochmal drauf geführt werde und mir das nochmal anhören kann und darf und mir dann wieder so davor sitze und mir denke, bist du dankbar, dass du das damals laut gesagt hast? Dass du deine Gedanken digital festgehalten hast. Ich habe eigentlich auf die ganze Zeit habe ich mir auf diese Weise eine immens große Bibliothek meiner eigenen Gedankengänge angelegt. Zusätzlich noch zu der Bibliothek, sagen wir mal, in der Bibliothek der verfügbaren Gedankengänge habe ich mittlerweile einfach mein eigenes Regal aufgebaut für mich. Und bei manchen Sachen weiß ich auch ganz genau, in welchem Video ich die finde. Manchmal kriege ich einen Link zugeschickt, dann weiß ich, okay, das solltest du jetzt nochmal angucken. Dann gucke ich mir das an und dann sitze ich spätestens 3 Minuten später völlig entgeistert da und denke mir so, krass, ey, das hast du damals schon gesagt. Wieso hast du das gerade wieder vergessen? Und bin dankbar, dass das Universum so funktioniert, dass wenn man sich für Lösungen öffnet, die dann auch bekommt und die dann auch sieht und da draufklickt. Weil man weiß, das kommt gerade nicht zufällig rein. Das bedeutet nicht, dass ich alles anklicke, was ich zugeschickt bekomme. Aber immer da, wo ich merke, das hat gerade Bezug zu etwas, was mit mir zu tun hat und meinem Ding, dann mache ich das auf jeden Fall. Ah. Die Victoria hat ein BHD. Oh, yes! Oh, ich zittere auch gerade am ganzen Körper. Oh, du hast ein Video gemacht. Wie toll ist das denn? Geil, das werde ich mir auf jeden Fall gleich reinziehen. Juhu! Boah, ihr macht mir richtig Spaß. Ah, schön.
Das freut mich. Ich fühle mich hier gerade tatsächlich wie in einem Let's Play. Wir spielen hier auf der Kopfkonsole gerade, spielen wir hier das Spiel Friedensgespräche. Und ich kann gerade live kommentieren und quatschen, also genauso wie in einem Let's Play. Das ist geil. Ihr seid einfach Granate. Ihr macht mich so glücklich. Ah. Ja, und die Jenny schreibt, hallo du Lieber, ja, Livestreams habe ich auch mal gemacht. Hau rein, machst du gerade nochmal. Im Moment macht es einfach Sinn, weil wir es zusammen machen können. Wenn das eh schon gewohnt ist, super geil. Ist auch eine gute Möglichkeit, um seine Meinung und Sichtweise und Dinge zu teilen. Das ist super, saugeil, perfekt. So, ja, genau darum geht es. Ja, lasst es uns machen. Ne, wer das große Murmeln aus 2020 toll fand und das erleben will, ich sitze da gerade mittendrin. Ich erlebe das gerade in vollem Umfang. Und wie immer, wenn ich bei sowas von Anfang an mit dabei bin, halt eben von Anfang an. Aber das ist das Geile, wenn du einen Keimling da aus dem Boden wachsen siehst und du siehst, weil du es weißt, weil du weißt, das ist ein Apfelbaum. Dann siehst du den Keim, aber du siehst auch den Apfelbaum. Du siehst den Apfel, den du irgendwann in der Hand halten wirst, weil du von diesem kleinen Ding da irgendwann mal pflücken wirst. Das ist, was ich gerade meine. Ich rede gerade vom Ganzen, dessen man sofort Teil ist, wenn man anfängt, mit dabei zu sein. In dem Moment, wo du dich aufs Fahrrad setzt, das erste Mal, egal ob mit Stützrädern oder Papas Hand hinten noch am Sattel, spielt keine Rolle, aber ab dem Moment bist du Fahrradfahrer. Und niemand würde in dem Moment von dir erwarten, die Tour de France gewinnen zu können. Also nicht mal du. Und das brauchst du bei nichts anderem, wo du mit anfängst, auch nicht. Das ist ein Manko bei vielen Leuten, die probieren was aus und checken nicht, dass alles am Anfang erstmal ist und mit ein bisschen Übung dann nicht nur sehr wohl funktioniert, sondern immer besser funktioniert. Aber wir sind ja lernfähig. Auch wenn man das manchmal nicht glauben mag, wenn man sich so umguckt, aber wir sind lernfähig. Man hat uns nur eben gelehrt, die wichtigen Dinge unseres Lebens für Blödsinn zu empfinden. Oder Mysterien oder Utopien oder das alles. Mach das deinem Geist klar. Mach deinem Geist mal klar, was die uns da für einen Scheiß erzählt haben. Oh, natürlich. Und liebe Grüße, Jenny, zurück in den Humvee. Ja, die ganze Zeit hier von Gronkh und The Forest geredet und hier ist jemand wirklich im Wald. Aber ich hoffe, ohne einheimische Kannibalen. Ich hoffe, dass das da ein bisschen friedlicher ist, aber so viel friedlicher, habe ich gehört, war es im Humvee gar nicht. Okay, ihr habt euch da nicht gegenseitig zerhackstückelt und dann die Polizisten im Feuer gebraten, um euch aus euren Knochenrüstungen zu bauen. Aber sehr freundlich, habe ich gehört, war es da trotzdem nicht. Und wie schade ist das eigentlich in einem Wald? Und wie schade ist, dass es so nötig ist, in diesem Wald aber eben genau das dann dennoch zu tun und dann nicht einfach nur dazu zu gucken, wie das auch einfach noch weggeholzt wird. Verheizt wird. Verheizt. Es wird verheizt. Und alles, was da drunter ist, auch noch. Und ich habe nicht das geringste Problem mit irgendeinem RWE-Mitarbeiter, der da gerade, weil er natürlich es gar nicht anders sehen darf, aber dass das nötig ist. Und ich sage, nee, ist nicht nötig. Guckt mal in den Schubladen eurer. Fahrt mal in die KFA in Jülich. Und guckt da mal sämtliche Schubladen durch, vor allen Dingen die abgeschlossenen, vor allen Dingen die Schubladen, die irgendwie gar nicht so direkt sichtbar sind.
Und dann erzählt mir nochmal, es sei nötig, selbst zum Erhalt eurer Jobs den Hambacher Wald abzuforsten. Das ist auch wieder Spaltung, weil irgendwo jemand lügt. Dass das RWE da gerade den Naturhippies da gegenübersteht, ist ein inszeniertes Ding. Durch perfide Lügen und Geheimhaltung unter Verschlusshaltung von Lösungen, die definitiv sofort jedes weitere Abholzen überhaupt irgendeines Waldstückes obsolet machen würden. Und ich weiß, was in diesen Schubladen drin ist. Ich weiß das nämlich, weil ich Leute kenne, die in der KFA gearbeitet haben und aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und zum Teil schon angefangen haben, diese Pläne einfach zu Hause in der Garage dann nachzubauen. Und seitdem ein Problem haben. Sich damit in der Öffentlichkeit zu zeigen, auf jeden Fall. Wenn ich richtig unterrichtet bin, hilft ein tschechischer Politiker, der gesagt hat, baut mir so einen Wagen in den Motor und ich fahre so einen Motor in den Wagen und ich fahre ein paar Jahre damit und dann kann ich sagen, das funktioniert. Dazu muss er aber auch erstmal ein paar Jahre damit jetzt fahren können. Aber das dürfte ja jetzt eigentlich soweit sein. Vielleicht hört derjenige gerade mit. Frag mal nach, mich würde sehr interessieren, was daraus geworden ist. Die Geschichte ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, seitdem du mir die erzählt hast. Deinen Namen habe ich auf jeden Fall hatte ich den eben noch irgendwo gesehen hier. Kann gut sein, dass du es tatsächlich gerade auch noch hörst. Und weiter spoiler ich jetzt nicht. Ne, aber sollte irgendjemand aus dem Team RWE das gerade hören, genauso wie alle die aus dem Team Hambi, die noch nichts darüber wissen, was in der KFA in das müssen mehrere Schubladen sein. Was da in Schubladen landet, weil das im Prinzip die Ökonomie kaputt machen würde. Auf jeden Fall ganz massiv für große Konzerne, ganz massive wirtschaftliche Einschnitte bedeuten würde, aber unsere Natur retten würde. Und uns mal auf jeden Fall sehr dienlich wäre, weil das mitunter Strom und also überhaupt Energie liefern würde, von der absolut klar wäre, dass es widersinnig wäre, von irgendjemandem Geld dafür zu verlangen, dass die zur Verfügung steht. Weil die nämlich keine Ressourcen kostet. Und deswegen freie Energie heißt. Und auch eigentlich, weil sie frei zur Verfügung stehen sollte. Aber ich kenne halt auch eben Mitarbeiter des RWE, die, wenn sie das jetzt hier gerade sehen würden, einfach nur Feuer und Galle spucken würden. Das sah gerade sehr lustig aus, wo ich die Tüte da hingehalten habe und diese Plop-Plop-Dinger da. Die gerade einfach es nicht wissen wollen würden. Weil das, ne, man muss sich dabei tatsächlich dann im Laufe dessen auch gewahr werden, wie sehr man sich nicht nur von der Kernforschungsanlage in Jülich und die für die sie arbeiten hat verarschen lassen, sondern im großen Stil von dem gesamten System, das das überhaupt erst möglich macht. Und wenn man sich dann mal umguckt und guckt, wie viele Wälder nicht nur in Deutschland,
solchen Machenschaften geopfert worden sind. Das ist unsere Biosphäre, die wir hier da, die einfach abgraben lassen. Und wir lassen die das tun, weil wir lieber diskutieren, statt irgendwie tatsächlich gerade einer von denen zu sein, die im Hambacher Wald sitzen und sagen, wir lassen das nicht zu. Und die, die heute immer noch im Hambacher Wald sitzen und auch über den Medienhype noch hinweg da sind und auch vorher schon da waren und nicht zu denen gehören, die da einfach irgendwie Demotourismus betrieben haben und mehr Umwelt verschmutzt haben, während sie da waren, als dass sie hätten schützen können. Ihr seid auch meine Helden. Ihr seid totale Helden für mich. Bong, sagt das Universum übereinstimmend. Ich finde das wichtig, was ihr da macht. Und ihr solltet aus dem Hambacher Live, solltet ihr definitiv bei Friedensgesprächen mitmachen. Wenn ihr da schon WLAN habt sogar oder ein Hotspot, lasst uns wissen, was im Hambacher Wald gerade passiert und was ihr denkt und was ihr für den Frieden tut, weil ihr tut viel für den Frieden, auch wenn ihr euch mit der Polizei rumgekloppt habt und das nicht sehr friedlich war. Aber ich weiß, dass ihr zwischendurch die Bäume in den Arm nehmt. Ach ja. Es sind schon echt heftige Zeiten gerade, hä? Sitze ich hier mit meinen Plastiktonschuhen. Aber ich habe sie geschenkt bekommen und dafür sind sie nicht in den Müll geflogen. Dafür ist es, das ist für mich wieder ethisch sauber. Gekauft hätte ich mir sowas definitiv nicht mehr. Schon seit langen Jahren nicht. Ich sehe Mamas Blut an meinen Füßen. Nicht Blut, Fett. Fettreserven. Das sind Mamas Fettreserven. Erdöl ist das, was bei uns Fett ist. Deswegen brennt das genauso. Wusstet ihr überhaupt, dass dieses Feuerzeug Erdöl ist? Und zwar das komplett. Ich mache hier mal gerade Werbung für Cantoni, merke ich gerade. Hier. Nette, da kann man auf jeden Fall nett und sehr schön Kaffee trinken, in Arta in Mallorca. Wusstet ihr, dass das Plastik, alles Plastik, was ihr seht, Erdöl ist, das ist petrochemisch zusammengesetzt, das ist Erdöl, das ist raffiniertes Erdöl, was dann zu Plastik verarbeitet wurde. Wusstet ihr das? Und wusstet ihr, dass man das alles auch mit Hanffaser machen kann? Das ist mein Grund, warum Hanf verboten ist. Nee, das ist nicht mit ein gutes, der Grund, warum Hanf verboten ist. Wir bräuchten überhaupt gar kein Erdöl mehr zu fördern, das wir dann bezahlen müssten. Wir könnten alle Hanf anbauen und hätten alles, wir hätten Baustoffe, wir hätten Papier, Kleidung, Medizin. Wir könnten sogar unsere beschissenen Verbrennermotoren damit betreiben. Auch wenn das halt eben, wer dann jetzt demnächst mal in der KFA mal ein bisschen stöbern geht, der wird dann wissen, warum wir das auch dann nicht mehr brauchen. Wir brauchen keine Verbrennungsmotoren mehr. Das ist alles total steinzeitlich Technologie. Ich glaube, wir können so viel mehr. Ich glaube, wir können so wahnsinnig viel mehr, als wir selber mal denken. Wir stellen uns immer so
minder bemittelt da und dadurch stellen wir uns auch so minder bemittelt an, als könnten wir nichts Besseres als uns gegenseitig einfach nur da. Es ist gut, dass ich das gerade sehe. Erdöl, Erdölverpackung. Und ja, natürlich nutze ich das im Moment noch mit. Aber auch nur unter Protest. Und weise darauf hin, dass ich sowas gerne demnächst auch umweltfreundlicher lieber gerne sehen würde und nutzen. Sofort, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, sofort. Ja, ich freue mich auch über jeden einzelnen frisch gepressten Orangensaft, den ich hier aus der Zitrone rauspressen kann, genau. Aus der Kiwi. Ich mache mir immer O-Saft aus der Kiwi. Ich presse meine Kiwi aus und kommt der perfekte O-Saft raus. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ah, siehst du, dein Sohnemann hat sich darüber aufgeregt. Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Bin mir sicher, der weiß auch ganz genau, dass man das alles auch aus Hanffaser machen kann. Schwor. Hier brauche ich Blatt einen drauf. Mach meine Hanf, meine Marihuana-Zigarette. Marihuana ist halt nur einfach die Blüte, ne? Hanf ist die komplette Pflanze und das ganze Ding ist ein Wunder. Und es ist kein Wunder, dass das in dieser Gesellschaft verboten ist, weil ja, dann kann man ein Wirtschaftswunder dann machen, ne, indem man dann anfängt, Mamas Fettreserven aus dem Körper zu reißen und alles andere auch noch. Und mir ist schon klar, dass es keine Metalle ersetzt. Aber wenn du dir die Karosserie von einem Auto anguckst, die aus Hanffaser gemacht ist und dann Leute siehst, die da mit dem Vorschlaghammer drauf rumhauen, ohne dass das Ding auch nur eine Beule bekommt, dann ist auch die Frage, wie viel Metall man durch Hanffaser tatsächlich ersetzen könnte, wenn man gewisse Sachen nicht mehr aus zerbeulendem Metall, sondern aus stabilem Hanf bauen würde. Dann bräuchten wir zum Beispiel einfach viel weniger Metall aus Mamas Körper rauszureißen. Aber solange wir so sind, dass wir alles aus dem Körper und anderer rausreißen müssen, weil wir in uns selber nichts mehr finden, ist traurig, ne? Ist ein gutes Bild eigentlich. Warum sind wir so zerstörerisch mit allem um uns rum? Weil in uns eine gähnende Leere herrscht. Und wir die ganze Zeit versuchen, da draußen irgendwas zu finden, was das füllen kann. Das bringt uns nicht weiter. Dabei ist diese Angst, sich selber zuzuwenden, so unnötig und sich so impliziert, so dermaßen propagiert und gepusht und dass wirklich man echt Schwierigkeiten hat. Die römische Kirche hat es per Dekret verboten. Es ist zur Todsünde erklärt worden von Papst Johannes Paul II. Den kennen die meisten von uns noch. Zur Todsünde erklärt worden, sich auf der Suche nach Gott mit sich selber zu beschäftigen. Ja, da haben die natürlich gar kein Interesse dran, weil würdest du die zusammen, die Verbindung erkennen und wahrnehmen können, da wäre natürlich kein Grund mehr dazu, da irgendeiner bescheuerten Religion hinterher zu laufen. Und da wären zwei wesentliche Suchen in unserem Leben beendet, die nach Gott und die nach sich selbst, weil man beides auf einmal gefunden hat. Sich selbst als ein Teil von etwas, das man nicht anders als Gott bezeichnen kann, wenn man Gott als etwas bezeichnet, das alles umfasst. Deswegen nenne ich es lieber das Universum.
Oder das Tau. Nennt es, wie ihr wollt, scheißegal. Namen, ne? Namen, Schall und Rauch. Aber dieses, na halt der Organismus, von dem man sich dann als Zelle erkennt. Und dann auf einmal ganz demütig dasteht und erstmal die Fresse hält. Ja, die Achtsamkeit fehlt, schreibt die Monika. Das ist natürlich logisch, ne? Wo willst du die Achtsamkeit? Die Achtsamkeit ist voll da. Sie fehlt halt nur da, wo sie uns mal helfen würde. Sie liegt in vollem Umfang da, wo sie völlig gegen uns arbeitet. Sie liegt in voll, die Achtsamkeit, die allgemeine Achtsamkeit liegt gerade völlig auf Missstände fokussiert. Das ist mit der Grund, warum ich gerade dazu einlade, die Friedensgespräche in den Fokus zu rücken, damit es dann, weil wir da gerade was tun dran können, dass die Leute nur mit den Missständen beschäftigt sind und nur die Missstände die Achtsamkeit bekommen. Jeder hat seinen vollen Fokus, jeder hat sein volles Interessepotenzial, jeder hat seinen vollen Energieschub in jedem Moment, wo er seinen Fokus auf irgendetwas legt, da geht die Energie rein. Und das wird dann größer. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr glauben wir, dass das real ist und auf einmal ist das völlig real. Ja, warum machen wir das nicht mit Frieden? Das ist der Grund, warum ich gerade hier sitze. Das ist der Grund, warum ich seit 15 Jahren hier sitze. Und diese Form von Öffentlichkeit machen und Öffentlichkeitsarbeit machen. Und da kann man mir jetzt ja nicht sagen, nicht mehr, das sei erfolglos. Nicht nachdem ich das IHR in drei Vierteln der Welt, das IHR wohlgemerkt, das war für, ne, das intergalaktische Hilfs- und Rettungskommando in drei Vierteln der Welt in die Zeitung bekommen habe. Da kann man mir nicht mehr sagen, das sei erfolglos, was ich da mache. Und es hätte keinen Sinn. Und ich bin noch nicht durch. Wer meint, er hätte das letzte Mal von mir gehört, der wird sich geschnitten haben, definitiv. Glaubt's mir. Aber das sollte für euch eigentlich überhaupt gar nicht wichtig sein. Ihr solltet euch lieber mit der Frage beschäftigen, warum ihr dasselbe nicht von euch behaupten könnt und dasselbe nicht gerade auch sagen könnt. Ihr habt definitiv nicht das letzte Mal von mir gehört. An jeden da draußen. Ich werde nicht schweigend untergehen. Ich werde nicht irgendwo versumpfen und schweigend untergehen. Und ihr werdet noch von mir hören, weil ich immer weiter rede, weil mir das keiner nehmen kann, weil ich schon so viel gesagt habe, dass du mich selbst jetzt, wenn du mich erschießen würdest und ich nichts mehr sagen, nichts mehr schreiben, nichts mehr von mir geben kann. So viel in die Welt gesetzt habe, dass das längst arbeitet, ohne meine physische Präsenz. Ich sehe es arbeiten. Ich sehe es in so vielen Köpfen arbeiten, inklusive meinem. Es ist nicht so, als wäre ich der Urheber und der Erfinder all dessen, wovon ich rede. Deswegen mache ich mich da, nehme ich mich da gar nicht so wichtig. Für mich ist wichtig, dass ich mich an meine eigene Ansage halte und sage, ich bin noch nicht fertig, ihr werdet wieder von mir hören. Weil Aufgeben für mich keine Option ist.
nicht bei den Dingen, die ich erleben will. Und nur deswegen erlebe ich die ganze Zeit irgendwelche geile Scheiße. Und mit Kindern wäre das nicht anders. Deswegen tun wir eigentlich immer wieder all die Leid, die sagen, ja, Bauchi, ich würde das auch gerne so machen wie du, aber ich habe Kinder und kann das nicht. Ich war mal richtig sauer auf diese Leute, weil sie ihre Kinder vorschieben als Begründung, ihren Arsch nicht aus der Komfort. Das habe ich gestern noch behauptet. Ist aber auch nicht so, als könnte ich da nicht auch Verständnis und Mitgefühl für aufbringen. Und all denen, die mir das gesagt haben, habe ich von jeher gewünscht, von Herzen, dass sie in der Lage sind, diese Sichtweise irgendwann mal zu ändern. Weil das ja gruselig ist. Aber durchaus berechtigt. Da braucht sich keiner einen Vorwurf zu machen, wenn er so denkt. Die sollen ja so denken. Stell dir mal vor, die könnten unsere Kinder nicht mehr als Druckmittel gegen uns benutzen. Und da haben sie uns immer so richtig an den Eiern, ne? Da überlegst du dir dann auf einmal dreimal, was du machst. Denn nur habe ich damit aber einfach schon angefangen, bevor ich Kinder bekommen habe. Von daher macht das keinen Unterschied. Hallo Katniss, ich freue mich, dass du auch zuschaust. Und die Sandra und die Tanja. Ja, Friedensgespräche. Ich finde sie toll. Ich mag es, mich über solche Sachen zu unterhalten. Ich finde das einfach sehr viel schöner, als mich über diesen ganzen Scheiß immer zu unterhalten. Ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe keine Lust mehr, über irgendwelche Missstände zu quatschen, was mir langweilig geworden ist. Und noch viel langweiliger dann diese dämliche Suche nach den Schuldigen, nach den Vermeintlichen immer. Und keiner bringt mal auf den Tisch, ja, verantwortlich sind wir schon alle. Mich hat das bis jetzt in meinem Leben noch nicht ein einziges Mal weitergebracht, irgendwie zu wissen, wer schuld an meiner Misere ist. Außer, wenn mir klar wurde, dass ich da selber schuld dran war. Nur dann hat mir das Schuldspiel tatsächlich was gebracht. Aber nicht, wenn ich Schuld anerkannt habe, weil andere sie mir aufgedrückt haben, sondern weil ich gemerkt habe, dass ich für meine Misere immer selbstverantwortlich war. Das hat mir geholfen. Da kam ich auf einmal dann nämlich auch dahinter, wie ich dann gewisse Sachen auch einfach mal anders angehen kann. Und auch dazu kann ich wieder sagen, war nichts Übermenschliches nötig. Es war lediglich jedes Mal ein Perspektivwechsel, der sich vollzogen hat. Ich angefangen habe, mir ein Problem anzugucken, und seitdem ich angefangen habe, mir das dann einfach ganzheitlich anzugucken, brauchte ich immer nur zu gucken. Dann hat es nicht lange gedauert, dann habe ich die Lösung gefunden. Dann wusste ich, wie die umzusetzen ist. Meistens habe ich mich dann hingesetzt und habe ein Video gemacht, um das festzuhalten. Und nicht nur vor der ganzen Welt, sondern vor mir zu sagen, Alter, so sieht die Lösung aus. Willst was ändern? Mach's genau so. Und dann habe ich vor allen Dingen, das war die einzige Erwartungshaltung, die ich bei meinen ganzen Videos überhaupt immer hatte, dass ich mich selber dran halte, so gut ich nur kann. Oder irgendwann auch einfach sage so, ja, damals habe ich das und das, weißt du, guck mal, ich kann mich zum Beispiel heute daran erinnern, dass ich 2009 da gesessen habe und es als gute Idee empfunden habe, mitten im Livestream aufzuspringen und der Angela Merkel meinen nackten Arsch in die Kamera zu halten. Ich stehe heute nach wie vor dazu, dass ich das damals getan habe und das auch richtig gefunden habe und habe auch dieses Video bis jetzt seitdem nicht aus dem Netz genommen. Trotzdem würde ich das heute einfach nicht mehr machen.
weil ich heute der Angela Merkel anders sagen kann: Hör zu, Schwester, spiel du mal dein Spiel, aber erwarte nicht von mir, dass ich das mitspiele. Das schaffe ich heute vollständig, ohne der meinen bloßen Arsch zu zeigen. Weil ich auch gelernt habe. Aber ich bin froh, dass ich das damals trotzdem getan habe, weil es etwas war, was raus wollte. Und wenn das in dem Moment mein blanker Arsch war. Ja. Ah, das ist, ihr seid so süß. Es macht so einen Spaß gerade. Ich würde gerade nichts lieber tun wollen, als diesen Stream hier machen. Ich bin da voll im Moment. Und es tut auch gerade einfach richtig gut. Es ist wie was Meditatives, das hier gerade mit euch zu machen. Und auch weiterhin gerade einfach kein weiteres Ziel zu verfolgen, sondern einfach immer weiter über den Frieden, mit Frieden beschäftigt zu sein und die Gedanken laut auszusprechen, die mir dazu durch den Kopf gehen. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir das alle machen, dass wir auch alle was davon haben. Weil dann der Frieden in unseren Köpfen mal endlich eine Existenzgrundlage, eine Chance zur Existenz überhaupt, dass man hat. Und wenn er in unseren Köpfen eine Chance bekommt, weil es für uns nicht nur eine Utopie ist oder sonst irgendwas, dann haben tatsächlich hat er dann sogar eine Chance, bis in unsere Herzen vorzudringen. Und wenn er unsere Herzen erreicht, dann hat sich diese Welt geändert, das glaubt mir. Das gehört auch zu diesen Sachen, die man einfach nirgendwo kaufen kann. Da kannst dich ein ganzes Leben lang abbuckeln und Geld verdienen, wie du willst, und Statussymbole und Achtung sammeln, wie du willst, aber du kannst es nirgendwo kaufen. Dankbarkeit. Demut. Das sind Sachen, die du einfach nur in dir finden kannst, sonst wirst du immer nur den Mangel feststellen. Und du kannst sie nicht kaufen. Aber du kannst dafür interessieren und es lernen und üben und immer besser darin werden. Kostet keinen Cent. Und ich werde nicht müde, da immer wieder mal darauf hinzuweisen. Weil ich diese Erinnerungen auch selber jedes einzelne Mal immer wieder noch gut gebrauchen kann. Und deswegen möchte ich mich gerade einfach viel, viel mehr mit diesen Themen beschäftigen. Ich möchte mich mit Frieden beschäftigen und Ruhe und Liebe und Freude und Respekt und Miteinander. Als mit irgendetwas, was für die Mainstream-Medien gerade wichtig ist. Es ist nicht so, dass ich nicht nur keine Lust drauf habe. Mir wird schlecht, wenn ich mich mit den Themen beschäftige. Ich kann durchaus verstehen, wenn jemand behauptet, dass ihn sowas krank macht, der dann auch echt krank wird. Das ist ja mega einfach, bei sowas krank zu werden. Und es gibt immer noch Leute, die ziehen sich das jeden Tag rein. Da gibt es zwar Leute, die schon lange kein Fernsehen mehr gucken und vor Jahren demonstrativ ihren Fernseher raus aus dem Fenster geschmissen haben und dann sich im Internet aber dann trotzdem die Medieninhalte angucken und sich über das zerfetzen, was die Medien implizieren und tun so, als würden wir es im Internet nicht verbreiten. Ihr könnt sicher sein, dass jedes einzelne spaltende Thema, das durch die Mainstream-Medien gejagt wird, auch durchs Internet gejagt wird. Nur da können sie das noch viel subtiler machen. Funktioniert ja immer auf der Basis von Vertrauenspersonen, nicht? Deswegen ist das immer so wichtig, dass es einen Anchorman oder eine Anchorwoman gibt, die entsprechend Sympathieträger ist. Weil die Nachrichten, die verlesen werden, die müssen ja von jemandem verlesen werden, dem man beim besten Willen nicht zutrauen würde,
dass der uns gerade kackendreist ins Gesicht lügt, während er gerade die 20-Uhr-Nachrichten vorliest, egal auf welchem Sender. Die Sender, die richtig Glück haben, haben Leute, die das gar nicht wissen und gar nicht selber wissen, wie manipuliert sie sind und überhaupt gar nicht checken, dass der Scheiß, den sie da gerade vorlesen, wirklich von kurz über denen inszeniert, besprochen und in die Welt gesetzt worden ist. Solange die, die im Fernsehen irgendwas verkaufen, selber daran glauben, an das Produkt, hast du natürlich den besten Verkäufer, den du im Fernsehen haben kannst. Und wenn ich von Verkaufen rede, rede ich jetzt, ja doch, scheiße, Mann, ich müsste immer noch GZ bezahlen, oder? Lasst euch nicht für doof verkaufen. Jede Zeitung will hier nun mal eben auch. Ja, Kinder verstehen, wovon ich rede. Victoria, das ist das Problem. Dein Sohn versteht gerade ganz genau, weil der gar nicht zuhört. Der fühlt mir zu. Ich fühle den gerade auch. Liebe Grüße, kleiner Bruder. Es wird doch einfach mal Zeit, mal ein bisschen stiller zu werden. Es würde uns zumindest gerade sehr gut tun, mal was stiller zu werden. Sich mit Stille und Ruhe und Frieden einfach mal wirklich auch als Weihnachtsgeschenk, dass man sich das schenkt, sich in dieser Zeit einfach mal auch darauf zurückzubesinnen und wirklich mal eine besinnliche Zeit aus dieser Zeit zu machen. Statt dieser Stress. Keine Ahnung, also was, ne, ihr wisst alle, was Weihnachten geworden ist. Ich möchte mich besinnen, liebe Bild-Zeitungsredaktion, an Weihnachten auf Liebe, Frieden und Ruhe. Und mein Vorsatz für 19 ist nichts anderes zu tun als das. Das schreibe ich der Arezzo jetzt genauso dahin. Was habe ich gerade gesagt? Ups, Faden voll. Scheiße. Was habe ich gerade? Ja, das ist mir wert genug. Also, was macht Bauchi an Weihnachten? Bauchi besinnt sich an Weihnachten, in Klammern, dass er jeden Tag feiert. Klammer zu. Intensiv, intensiv auf Liebe, Frieden, Ruhe, Demut, nicht Demütigung, Respekt. Und so ein Scheiß. Und so ein Scheiß. Warte, schreiben wir auch, aber warte mal, das schreiben wir hier so, dass sie das auch. Das ist alles richtig. Das ist so. Und Sohn lassen wir. Sohn lassen wir, aber Scheiß schreiben wir groß. Scheiß, mit scharfem S. Und sein Vorsatz für 2019 ist.
Jeden Tag Weihnachten zu feiern. Jeden Tag Weihnachten zu feiern. Ah, das ist eine wunderschöne Idee. Hallo Desiree, schön, dass du auch da bist. Voll toll. Ja, Victoria, warum behandeln wir nicht alle Menschen immer so, als hätten sie Geburtstag? Jeden Menschen, jeden Tag. Das wäre toll. Das ist eine geile Idee. Weißt du was? Das übernehme ich mal. Hier, ich kopiere das mal und dann nehme ich hier auf meine Wall und dann passt das dahin und dann mal hier mit dem Hintergrund, der ist perfekt. So, und dann mache ich das auch noch in meine Story und dann mache ich ein Gefühl zu und fühlt sich freudig, schmerzerfüllt, entspannt, fantastisch, glücklich, aufgeregt, höchst willkommen, aufgeregt, begeistert, hammergeil, das ist mein Gefühl. Begeistert und markieren. Wo geht das? Freunde markieren. Hier, die Victoria Blum da drin. Teilen. Ui, ist Magic. Wer jetzt auf meine Wall geht, kann das lesen, was ich gerade gemacht habe. Krass, oder? Das ist Matrix-Programmierung, wie wir sie beobachten können. Das sind die Anfänge, das sind die kleinen Dinge, aber jetzt steht das da. Fangt an zu verstehen, dass ihr damit jedem einzelnen Wort, das ihr sagt, genau das tut. Ihr sagt etwas und dadurch wird es hörbar. Dadurch dringt es in diese Materie. Wenn du anfängst, darüber dich un zu unterhalten, kommt irgendwann jemand mit einer Serviette und einem Stift, macht eine erste Skizze. Irgendwann hast du einen Plan und irgendwann hast du, so ist jede einzelne Erfindung entstanden. Alles, was wir materiell in die Finger nehmen können, ist auf diese Weise entstanden. In dieser Reihenfolge. Lass uns den Frieden machen. Das ist ja nicht so schwer, weil das ist jetzt nicht was, was man erstmal erfinden müsste oder Baupläne von zeichnen oder so. Der ist da, der ist da, der ist einfach in uns und wir müssen ihn einfach nur wieder finden. Und wer gestern nicht dabei war und es nicht mitbekommen hat, dem erzähle ich gerne nochmal mein Lieblingstool zum Finden des Friedens, der Ruhe, der Stille in mir. Ich habe mir einfach ein, ich stelle mir dann immer einfach so ein Equalizer, so einen grafischen Equalizer, wie ihr das, ne, wenn Musik läuft, dann sind immer diese Balken, die da so hochlaufen. Da ist unten diese Grundlinie, wo diese Balken immer alle hochkommen, meistens grün und dann übers Gelbe ins Rote, dann ihren Peak erreichen und wieder in die Stille zurückfallen. Den Grundton, den Urton, den Nichts, den man tatsächlich hören kann, wenn man nichts anderes hört, kann man die Stille hören. Die Abwesenheit sämtlicher Töne. Die hat auch einen Klang, auch wenn der sehr leise ist, aber der kann einen anbrüllen, wenn es sein muss. Und diese Linie, die Grundlinie, ich stelle mir das gerne in 3D als so ein Feld mit Balken vor, wo ich diese schwarze Fläche unten halt tatsächlich richtig sehen kann. Und ich kann wirklich in jede, also ich kann mir das, also wenn ich jetzt im Moment mir das vorstelle, höre ich meine Stimme und sehe die Balken. Also ich kann das in jeder Situation, auch wenn es gerade ganz laut und krach und stressig um mich rum ist, ziehe ich mir dieses Bild, also aktiviere ich einfach gerade dieses Bild auf meinem inneren Bildschirm, auf meinem Head-Up-Display und in dem Moment, wo ich das Bild anfange zu beobachten, bin ich Beobachter, sitze wieder als Beobachter da, bin nicht Teil der Situation, kann inmitten des Chaos sitzen, sehe, wie da alles wuselt, aber weiß, und ich kann das mittlerweile durch die Balken durchsehen, diese schwarze Fläche, diese Grundlinie. Da habe ich sie wieder. Mitten im Chaos, mitten im schlimmsten Scheiß, der mir passieren kann.
Wenn ich merke, mir fehlt meine Ruhe, weiß ich sofort, da ist die 50. So, und das habe ich fünfmal angewendet und dann hatte ich jetzt schon beim 10. Mal war das dann gar kein Ding mehr und heute habe ich das Ding einfach in der Tasche. Ich habe es einfach im Inventar. Ich muss einfach im Inventar, ich brauche nur das da. Ne? Mittlerweile habe ich das auf irgendeinem Hotkey liegen. Kann ich nicht sagen, welches es ist. Da drücke ich drauf und ist das Ding da. Ich brauche da noch nicht mehr mit dem Finger drauf zu drücken. Das kann ich nur mit meinem inneren Finger machen. Das ist ja alles gedankengesteuert. Ich brauche das mittlerweile auch gar nicht. Das ist hilfreich, dass sogar mit dem physischen Finger, wenn man anfängt, bewusst online zu spielen, auf der Kopfkonsole, diese Bewegung zu machen. Weil das sind die Sachen, die der Controller dann. Verstehst du? Mach es, sieh es, lass dein System, dein Verstand sehen, dass du das gerade gemacht hast. Und dann geht das sogar noch auf und dann kriegt er das mit und dann hat er keinen Grund, das zu bezweifeln. Und dadurch werden auf einmal Dinge möglich und für uns verfügbar, die wir früher für, ja, das ist ja ungreifbar, weil Spinnerei. Und das ist keine Spinnerei. Das sind Sachen, die wir haben, die haben wir seit 20 Jahren trainiert und geübt vor unseren Monitoren und wir können es einfach inzwischen und wir können es immer mehr und immer besser einfach auch wirklich auf unsere Wahrnehmung anwenden. Diese Techniken, die wir halt an den Computern gelernt haben, mit gewissen Sachen umzugehen. Zum Beispiel mit dem Inventar. Wenn ich ein Spiel spiele, sitze ich vor dem Inventar, dann rufe ich das auf und dann entweder nutze ich, was da drin ist, oder ich gucke, was ich vielleicht noch darin freischalten könnte, oder eventuell das, was da drin ist, verkraften kann zu etwas, was dann da drin zur Verfügung steht. Fakt ist, wenn ich am Computer sitze und da bin ich nicht viel in meinem. Also vor allen Dingen nicht kontraproduktiv in meinem Inventar. Dann rufe ich das Inventar immer zu ganz bestimmten Zeiten auf, nämlich dann, wenn ich es brauche, weil da ich was aktivieren will, was da drin ist. Sprich, nutzen will. Aber so viele Leute sitzen stattdessen vor dem Spiel ihres Lebens, haben das Inventar offen und machen ein Drama daraus, was da gerade alles nicht drin verfügbar ist, statt das verfügbar zu nutzen, das Spiel weiterzuspielen und diese ganzen Sachen, die sie da sehen, die sie aber noch nicht dran können, verfügbar zu machen. Da ist schon eine sehr große Vergleichbarkeit zu der Analogie bei all denen, die sich dagegen stellen und sagen, du kannst doch nicht die Realität mit Computern vergleichen. Ja, doch, vergleichen eben sehr wohl. Ich habe nie behauptet, dass die Realität eine Computerwelt ist, wobei sie der ein um einiges näher kommt als dem, was wir uns früher so vorgestellt haben, was die Realität wohl sei. Wo keiner irgendwie was Genaues zu sagen konnte, bis auf dass er gedacht hat, ja, halt so wie die Welt von allen wahrgenommen wird. Aber die Welt wird von überhaupt niemandem anders so wahrgenommen wie von mir. Es gibt keine alle. Da ist niemand, der sich so hinstellen kann, weil er meint, er hätte die ganze Welt im Rücken. Bis auf natürlich die Bekloppten, die die Welt anders sehen als er. Statt sich von denen zeigen zu lassen, dass man die Welt auch noch anders sehen kann als man selbst, lässt man sich lieber von denen, die gerade in dem Moment auch so, wo sie sagen, ja, bestätige ich, dass das was zu, dann auch denken, ja, der sieht die Welt so wie ich. Und zwar in so lange, bis ich mich mit dem streite, weil er eine andere Sichtweise hat. Dann ist der nämlich der Arsch. Aber mal darauf, so nach, keine Ahnung, einer gewissen Lebensspanne mal zu kommen, wenn man sich mal umdreht und mal zu erkennen, ich kann mich hier mit jedem streiten. Oder das einfach sein lassen, tut es auch. Ist weniger stressig, aber es scheint eben auch vielen Leuten das Streiten noch wahnsinnig viel Spaß zu machen. Sie wollen jedenfalls gerade nicht damit aufhören. Weißt du, frag mal generell rum, wer will Frieden? Heben sie alle die Hand. Frag mal jemanden in dem Moment, wo er streitet mit jemandem, willst du Frieden? Bist du für Frieden auf? Der halt die Fresse, lass mich in Ruhe. Und dann sind halt so komische Anwandlungen, denen wir auch einfach die ganze Zeit folgen. Wo, ne, so, boah, weißt du.
Wenn da bin ich der Melli so dankbar für, dass sie dieses Beispiel, sie hat es auch von der Frau, ich weiß gar nicht mehr, von wem sie es hatte, aber das ist so passend. Dieses Bildnis mit dem in den Hundehaufen treten. Wenn du in Hunde Scheiße trittst, dann sagst du Scheiße und dann wischst du dir die Scheiße vom Schuh ab oder vom Fuß oder. Aber du trittst nicht dann erst recht noch mit dem zweiten da rein und dann schmeißt du dich dann auch noch wie ein kleines Kind da rein und saust dich voll und wenn es nicht reicht, dich komplett zu bedecken, guckst du noch, wo der nächste Haufen Scheiße ist. Warum sind die Leute bei einem Hundehaufen in der Lage, sich da einfach den Schuh wieder abzuwischen, aber bei jedem anderen Haufen Scheiße nicht? Warum wälzen wir uns so? Warum lieben wir die Scheiße so auf diesem Server? Ich verstehe es nicht. Also für die, die neu eingeschaltet haben, ich glaube nicht mehr daran, dass wir auf dem Planeten sind. Ich glaube daran, dass wir auf dem Server sind. Das braucht aber für niemand anderen eine Relevanz, zu haben. Das ist einfach meine Sichtweise als Online-Gamer. Ich habe überhaupt gar keine Lust, irgendjemandem böse zu sein. Warum sollte ich das denn wollen? Ich habe auch keine Lust, jemandem was nachzutragen. Es gibt Leute, die meinen, sie müssen mich verarschen, dann tun die das und dann gebe ich denen da keine zweite Chance zu. Aber das hat doch alles nichts mit mir zu tun. Ich habe keine Lust, denen dann noch sauer zu sein. Das sind negative Gefühle in mir. Wenn ich in der Lage bin, das sein zu lassen, habe ich einen Haufen Frieden gefunden. Und dafür brauche ich keine Entschuldigung von denen oder sonst was. Da brauche ich einfach nur für mich die Fähigkeit zu sagen, ist gut, Mann, lass gut sein. Kümmere dich wieder um was anderes. Ja, und dann bin ich halt für viele der Arsch. Da komme ich klar mit. Das ist mir lieber, als wenn ich für mich der Arsch bin. Da bin ich überhaupt nicht mit klar gekommen. Das hat meine 20er Jahre geprägt. Weil ich der ganzen Welt um mich herum geglaubt habe, dass ich der Arsch bin. Und das bei sämtlichen Bestreben, ein guter Mensch zu sein. Ja, vorne und hinten habe ich das verkackt. Seitdem habe ich keine Lust mehr drauf, ein guter Mensch zu sein. Ich will ich sein. Und da darf jeder finden, wie er will. Und du hast das Recht, ein Arschloch in mir zu sehen und eine total dumme, blöde Sau. Das ist okay mit mir. Ich würde dafür sterben, dass du das darfst. Das ändert nichts daran, dass wir uns trotzdem, sollten wir uns begegnen, einfach nett grüßen und weitergehen können und uns nicht unbedingt da jetzt den Tag gegenseitig versauen müssen und uns die Fresse polieren. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sprich, was hat das, was ich im Inneren ändern kann, mit den äußeren Umständen oder dem, was irgendjemand anders tut, zu tun? Frieden ist was, was automatisch da ist, wenn wir ihn zulassen. Das ist der Grundton. Das ist die Stille. Aus der ganze Krach nur hervorgeht. Aber der macht die nicht weg. Man hört sie dann halt nur nicht mehr, weil der Krach einfach lauter ist. Aber wenn ich weiß, die Stille ist da, ich kann auch ganz, ganz tiefe Basstöne hören, die andere Leute nicht hören können. Und dann gibt es Leute, die können Töne hören, die ich nicht hören kann. Und ich kann die Stille hören. Aber auch nur, weil ich mich darauf konzentriert habe, weil ich gemerkt habe, ich kann Basstöne hören, die andere Leute nicht hören können. Dafür gehst du zum Akustiker und lässt dir, ne, hörst und der wird dir dann eine Range sagen können und die ist bei jedem irgendwie anders. Ne? Aber so an den Rändern, da kommt es zu diesen, dass Töne von den einen gehört werden, von den anderen nicht. Aber weil mir bewusst war, dass ich Töne hören kann, die andere nicht hören können, nicht die kein anderer hören kann, sondern die nicht alle um mich herum hören können, war mir bewusst, dass ich auch in der Lage sein
muss zwangsläufig die Stille hören zu können, selbst wenn sie übertönt wird. Und da hat es mir halt eher eben sehr, sehr bei geholfen, die Visualisierung dazu zu nehmen, weil dadurch, dass ich mir die visualisiere, vorstellen kann, habe ich sofort die Stille im Ohr. Und dann wird die Stille lauter als der Krach, weil der Krach in den Hintergrund verschwindet und die Stille, wenn mein Fokus auf der Stille liegt, wird sie immer präsenter. Das ist das, wovon wir die ganze Zeit reden. Aufmerksamkeit nährt die Dinge, auf die sie gerichtet wird. Sondern das kann sich jeder selbst zu Weihnachten schenken. Einen Haufen Frieden. Jeder, der möchte. Wie gesagt, es gibt Leute, die schreien, ich will Frieden, aber wenn du es ihnen dann anbietest, dann nee, 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 nee. Nicht so, nicht so. Wir gehen lieber für Frieden kämpfen. Ah, da kommt die Mode rum. Das ist auch schön. Dann können wir um die Katzen kümmern. Ja. Ich habe aber auch jetzt schon wieder 2 Stunden hier. Wie schön, ich freue mich voll. Ich freue mich sehr. Ich freue mich einfach. Ich mache das einfach mal weiter. Also bis jetzt habe ich Lust, morgen den nächsten Stream hinzulegen. Und jetzt will ich mal sehen, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Oh, da ist, das habe ich ja noch gemacht. Pass mal auf, ey, hier so. Habe ich. Okay, ja, schön, prima. Also, ich werde auf jeden Fall. Ja, doch, ich glaube, ich mache für heute einfach mal Schulz. Und schau mal, was dann so. Und morgen komme ich einfach wieder online und freue mich, wenn ich in Zwischenzeit noch ein paar andere Gesichter gesehen habe, die über den Frieden reden. Ich schau mal, von einer weiß ich ja schon, dass ich mir jetzt angucken werde. Mua. Schön, dass ihr da seid. Tschüss mit F. Wisst den zu nutzen, ne? Der Friedensfinger, der dafür sorgt, dass andere Abstand halten und man sein eigenes Ding machen kann. Und ich darf mal ein bisschen kürzer. Wer weiß, wenn wir uns wiedersehen. Ne? Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin ja nur Jesus Bruder. Ne? Aber ihr werdet wieder von mir hören. Tschüss!